Mein Name ist Adrian und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du eine Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K oder auch die 4K Variante verwandeln kannst in eine PTZ Kamera. PTZ bedeutet Pan, Tilt, Zoom. Das heißt, ich kann aus der Entfernung hier die Kamera entsprechend steuern und ich kann hier auch reinzoomen und rauszoomen. Und diese Blackmagic Kameras sind sehr verbreitet, zu Recht, denn sie haben eine super Möglichkeit. Preisleistungsmäßig stehen sie einfach super da als Kameras. Und wir haben eben auch die Möglichkeit, sie in der Blackmagic Infrastruktur für Streaming beispielsweise einzusetzen. Trotzdem haben wir mit den Kameras immer die Situation, dass wir von Kamera zu Kamera gehen müssen, um die Einstellungen entsprechend anzupassen und so weiter. Und wir können die Kameras eben nicht aus der Ferne auch über die unterschiedlichen Achsen hier hin und her bewegen. Und deshalb hat die Firma Middle Things sich überlegt, wir bauen etwas in der Mitte, was es uns ermöglicht, eine Blackmagic-Kamera zu kombinieren mit einem Ronin, um diese Steuerung zu machen und das beides dann auch aus der Ferne steuerbar zu machen. Und freundlicherweise haben sie uns die neue Middle Remote zur Verfügung gestellt. Das ist diese Fernsteuerung hier. Geniale Haptik. Als wir das ausgepackt haben, haben wir wirklich gemerkt, okay, wahnsinn, das ist wirklich schön hier mit dem Holz und super angenehm und von den Knöpfen her und von der Sensorik her super, super angenehm. Da haben die einen schönen Partner gefunden, um das gemeinsam dann zu Bauen. Und jetzt haben wir eben die Möglichkeit, aus der Ferne unsere Kamera zu steuern. Und ich möchte jetzt kurz darüber sprechen oder darauf eingehen, was für Komponenten haben wir hier auf dem Tisch und wie kann man dafür sorgen, dann eben auch mehrere Kameraperspektiven, ich könnte hier so durchwechseln, dann aus der Ferne mit diesem Controller hier zu steuern. Also, der erste Aspekt ist, wir haben unsere Kamera mit dem Objektiv, wir haben unseren Ronin. Und an dem Ronen dran haben wir eben auch den Fokusmotor, den wir jetzt nutzen als einen Zoom-Motor. Das heißt, wir haben jetzt quasi hier nicht den Fokusring dran gesetzt oder das ähm, Element nicht an den Fokusring gesetzt, sondern an den Zoom-Ring. Und so können wir jetzt eben aus der Ferne das Ganze hier mit Blackmagic und Ronin steuern. Die Frage ist, wie wird sozusagen oder wie erhält die Kamera und wie erhält der Ronin seine Signale? Und das passiert mit diesem APCR hier von Middle Things. Das heißt, so ein Gerät bräuchte man quasi pro Kamera, während man mit einer Remote natürlich mehrere Kameras steuern kann. Und dieses Gerät, das übermittelt per Bluetooth. Informationen an die Kamera, das heißt, die werden per Bluetooth gekoppelt, Kamera und dieses Gerät und dieses Gerät hat aber auch ein Kabel, das ist dieses Flachbandkabel hier mit dem das Gerät verbunden ist mit dem Ronin und über dieses Kabel hier empfängt der Ronin seine Informationen übers Netzwerk. Denn dieses Gerät hier ist ein Netzwerkgerät. Das heißt, ich kann es entweder in mein WLAN einbuchen. Dafür hier auch die Antennen und auf die kleine Distanz, die wir hier im Büro haben, ist das auch gar kein Thema. Oder ich habe hier hinten auch ein Netzwerkkabel, was ich anschließen kann, um dann auch über längere Distanzen oder in größeren Netzwerken das Ganze steuern zu können. Das heißt, das ist quasi die Unit, die mir die Möglichkeit gibt, sowohl die Kamera als auch den in Ronin aus der Entfernung zu steuern. Zusätzlich, klar, wenn ich das Thema Streaming und Studio habe, habe ich beispielsweise hier noch ein ATEM Mini Pro, das dann eben auch mit der Kamera verbunden ist über HDMI. Und über HDMI kann ich natürlich über das ATEM Mini Pro auch Informationen an die Kamera geben, wie beispielsweise, ob die Kamera gerade aktiv ist oder nicht, ob sie im Preview ist oder hier im Programm ist. Da haben wir ja beispielsweise unser TallyLight, was uns das dann eben entsprechend anzeigen kann. Und dadurch, dass das eben auch mit im Netzwerk ist, sieht man jetzt beispielsweise auch auf der Middle Remote hier, welche Kamera ist denn gerade live? Und dann sehe ich eben jetzt, diese Kamera ist rot. Das heißt, wenn ich diese Kamera jetzt ansteuern würde, wie gesagt, hier könnte ich dann mehrere Kameras ablegen, sehe ich dann eben das rote Licht und weiß, okay, jetzt muss ich vielleicht besonders vorsichtig agieren, denn diese Kamera ist gerade im Stream drin, während ein blaues Licht bedeutet, ich kann die Kamera jetzt einfach ansteuern. Sie ist gerade nicht im Stream, weil eins gerade nicht aktiv ist und auch nicht im Preview ist. Wir können mal wieder zurückschauen. Wir halten hier auf unsere 1, dann wäre es hier das Aktive. Und das ist eigentlich das Schöne mit dieser ganzen Netzwerktechnik, dass man alles miteinander koppeln und verbinden kann. Und diese Remote hier ist quasi ein Teil von einem größeren System. Das heißt, ich kann mir hier auch motorisierte Fader noch mit reinpacken. Noch mal eine Ebene, noch mal eine Ebene, noch mehr Controls. Und dann kann ich mir quasi einen riesen Bedienpult daraus bauen, wo ich dann beispielsweise auch mein ATEM mitsteuern kann, wo ich beispielsweise auch einen audiomixer Mixer von Beringer zum Beispiel mitsteuern kann. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Aber jetzt möchte ich noch noch mal zeigen, wie steuere ich denn jetzt hier die Kamera mit? Weil wir den Ronan haben wir ja so ein bisschen erlebt jetzt hier, den kann ich damit steuern, aber ich zeige es jetzt gerade mal noch mal mit der Kamera hier. Das heißt, ich habe hier mit diesen Drehrädern die Möglichkeit, zum einen den Speed vom Ronin anzupassen. Wie schnell soll er sich bewegen, wenn ich hier drehe oder auch reinzoome? Und ich kann aber auch den ISO beispielsweise anpassen von der Kamera und kann es hier aus der Ferne steuern, genauso wie die Blende. Die Blende kann ich auch auf und zu machen oder ich kann den Kontrast eben entsprechend steuern, die Sättigung steuern. All diese Möglichkeiten habe ich hier eben aus der Ferne oder könnte beispielsweise mir auch hier unterschiedliche Sachen drauf programmieren. Die Software, die hier den Controller ansteuert, heißt Glue und im Hintergrund läuft noch die Middle Things Control Software. Die beiden kommunizieren miteinander und so haben wir quasi dieses Setup jetzt hier zusammen, um die Kamera eben fernsteuern zu können auf dem Ronin. Vielleicht noch als, als Aspekt, wir haben hier eine Möglichkeit, das Ganze zu vergrößern, mehrere Kameras damit zu steuern, äh, das ATEM mit zu steuern, den Audiomixer zu steuern. Aber es ist noch nicht so viel hinterlegt, wie beispielsweise wir das von Companion kennen. Bei Companion haben wir Möglichkeiten, diverse PTZ-Kameras einzubinden, diverse Geräte einzubinden, Hyperdecks, was auch immer alles. Hier wird sicherlich auch noch was dazukommen, aber dieser Controller, ich würde ihn nur empfehlen, wenn man sich ganz genau angeschaut hat, welche ähm, Geräte kann ich damit koppeln, weil es leider nicht alle Geräte sind, so wie man es bei Companion tendenziell kennt, dass da eigentlich für fast alle Geräte entsprechend ähm, ja, Tools und Module entwickelt worden sind. Das ist hier noch nicht der Fall, aber... Auch für diesen kleinen Aspekt in Anführungszeichen die Kamera fernsteuern zu können, den Ronin fernsteuern zu können, ist das dann natürlich schon eine super Möglichkeit, gerade dann, wenn man eben auch mehrere Kameras ähm, ja, steuern möchte. Zusätzlich, mein größter Kritikpunkt: ich brauche den Computer im Netzwerk. Das heißt, der Controller wird per USB angeschlossen und nicht per Netzwerk. Hier dieses Teil, das wird per Netzwerk angeschlossen. Und genau so hätte ich es eigentlich auch gerne bei so einem hochwertigen großen Controller. Hier hätte ich gerne in Anführungszeichen einen Raspberry Pi drin sitzen, der auch die ganze Logik der Software übernimmt, weil es ist so quasi einfach nur ein dummer Controller, der über die Software gesteuert werden kann. Der ähm, immer einen Mac oder einen Windows-Computer, vielleicht gibt es das auch für Linux, weiß ich gerade gar nicht genau, ähm, aber das ist immer notwendig. Und das finde ich super schade, weil es ist ein. Hochwertiger und auch gar nicht günstiger Controller und dementsprechend halte ich es für einen nächsten wichtigen Schritt, dass man hier einfach per Netzwerk rangehen kann. Dann habe ich eine IP-Adresse für das Gerät, dann kann ich mich von einem Computer über die IP hier einwählen, die Software entsprechend bedienen über einen Browser oder so und dann habe ich aber hier Standalone eine Lösung, wo ich feste IP-Adressen vergeben kann, das in mein Netzwerk reinknalle und dann habe ich direkt die Verbindung da und brauche nicht immer einen Computer, der da dazwischen hängt. Das ist quasi mein größter Kritikpunkt daran. Eine weitere ein weiterer Punkt, der bezieht sich so ein bisschen auf die Entwicklung, wie dieses Unternehmen vorgeht. Und zwar sind die extrem dahinter, Software Updates rauszubringen, aber man muss auch sagen, sie entwickeln mit dem Feedback der Community. Das hat Vorteile, weil Features da reinkommen und die Features nachgerüstet werden in die Software und so weiter, von denen sie vielleicht vorher auch noch gar keine Ahnung hatten und die Infrastruktur so aufgebaut ist, dass das möglich ist. Aber es hat eben auch den Aspekt, dass es immer mal wieder Sachen gibt, wo man sich fragt, warum ist das so? Also beispielsweise haben wir jetzt hier die Möglichkeit, die, ähm, die Blende, auf 1,4 zu stellen am Controller. Dabei hat diese Blende, also dieses Objektiv, eine maximale Offenblende von 4. Das heißt, hier passiert erstmal länger nichts, bis ich dann bei 4 gelandet bin und jetzt kann ich die Blende langsam schließen. Ja? Und diese, dieser Bereich hier vorne bringt einem nichts. Und natürlich wird dazu ein Software-Update kommen, aber es gibt einfach noch so ein paar Details, wo es mir einfach auffällt und ein Detail ist auch noch sehr wichtig für mich, wo ich hoffe, dass es demnächst ein Update gibt. Und zwar ist es so, dass die Kamera auch mit Preset abgespeichert werden kann. Das heißt, ich kann mir Presets speichern und die dann wieder abrufen, wie auch bei einer PTZ-Kamera. Das heißt, ich habe eine nahe Perspektive, eine weite Perspektive, Sprecher 1, Sprecher 2, Sprecher 3. Das kann ich mir alles als Positionen ablegen und diese dann wieder abrufen. Und das ist auch super und funktioniert auch gut, bis auf den Zoom. Das heißt, ich kann einstellen, bitte fahr das Preset ganz langsam an und dann fährt es ganz weich von einem Preset ins nächste, aber der Zoom, der macht da nicht mit. Der macht BAM und dann ist er im nächsten Preset drin und dann Ganz langsam der Schwenk hinterher. Und wenn ich das neu mache, dann bam, der Zoom wieder zurück und dann fährt er wieder langsam ins Preset. Das heißt, Pan- und Tilt-Achse, schon super, was die Presets angeht, aber die Zoom-Achse spielt einfach noch nicht mit. Und dementsprechend muss man sich einfach hier vergegenwärtigen die sind da weiter dran das weiter zu entwickeln und ich finde es genial dass sie sich überhaupt den aufwand machen bestehende dinge die bei fast jeder produktion da sind wie so ein ronin und eine black magic kamera zu kombinieren und einem da die möglichkeit zu geben das in der streaming umgebung eben auch zu nutzen denn man muss letztendlich sagen die frage warum kaufst du dir nicht einfach eine ptz ist letztendlich mit zwei punkten beantwortet der erste punkt ist ich bin mit einer PTZ nicht so flexibel. Eine Blackmagic-Kamera, damit kann ich sehr, sehr viel machen. Aber mit einer PTZ kann ich eigentlich nur das machen, nur fernsteuern, nur übers, äh, übers Netz eben entsprechend betreiben und so weiter. Also dementsprechend, eine PTZ-Kamera kaufe ich nur für diesen einen Zweck. Hier habe ich Modularität. Ich habe die Blackmagic und ich habe eben den Ronin und kann das auch für ganz viele unterschiedliche andere Sachen in der Videoproduktion nutzen. Und der zweite Aspekt ist ich bekomme einfach ein geniales Bild, denn ich kann hier in 6K Raw auf einer SSD aufzeichnen und das mit einem großen Sensor, verhältnismäßig groß, zumindest dann, wenn man es vor allem auch mit PTZ-Kameras vergleicht, die maximal so einen 1 Zoll großen Sensor haben, während ich hier einen vergleichbaren Sensor mit einer APS-C Kamera habe. Also dementsprechend, man hat hier viele Vorteile. Trotzdem muss ich auch dazu noch mal sagen, man muss ein bisschen das Basteln mit einkalkulieren, man muss ein bisschen rumprobieren. Es gibt sehr, sehr gute Tutorials ähm, von Middle Things, die einem das wirklich sehr detailliert erklären, aber es ist eben noch nicht alles auf dem Stand, den man sich vielleicht als fertiges Produkt vorstellt, weil es eben wie beispielsweise bei der Blende, den Zoom-Einstellungen und so weiter immer mal wieder Sachen auftauchen, wo man denkt: Okay, da braucht es jetzt ein Update. Dann natürlich gerne an Middle Things einfach schreiben, dann ist das in der Regel auch im nächsten Update mit drin. Und ich freue mich, dass hier ein Unternehmen vorangeht und diese Dinge miteinander kombiniert. Und ich freue mich auch sehr, dass die da dahinter sind und ein Update nach dem anderen noch mehr aus diesen gegebenen Möglichkeiten noch rausholt. Ich hoffe, ich konnte dir damit einen guten Einblick geben. Einen Einblick hier auch in die neue Mittel Remote, was wir damit für Möglichkeiten haben, die Black Magics aufzurüsten. Wenn du an dein eigenes Setup rangehen möchtest, das professionalisieren möchtest, komm gerne auf uns zu. Eine E-Mail-Adresse findest du unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten hoffe ich, dass ich dir mit diesem Video hier weiterhelfen konnte. Wenn ja, lass gerne eine positive Bewertung da. Und wenn du noch Fragen hast, schreib sie in die Kommentare. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, ciao!